Heute ist schon wieder ein neuer Tag bzw. ein neues Video für euch. Es ist draußen richtig kalt, es windet, es regnet auch ein bisschen, aber so ein typisches Islandwetter, also so haben wir uns auch Island vorgestellt, aber es ändert sich hier wirklich sehr schnell. Wenn der Regen aufhört und die Sonne kommt, ist es wirklich relativ warm, für isländische Verhältnisse natürlich. Und wir wollten euch ja noch erzählen, dass wir heute Silvanas Papa treffen und was der hier überhaupt hier auf Island macht. Nämlich, der ist auch mit so einem Camper unterwegs, beziehungsweise mit seinem eigenen Auto. Dort hat er sich ein Dachzelt montieren lassen und ist jetzt schon unglaubliche 2,5 Monate ganz alleine mit diesem Auto unterwegs. Also schon mal Hut ab, Lothar, richtig cool. Und der ist vom Allgäu, von unserem Zuhause, Richtung Norden gefahren. Er war jetzt in Schweden, Dänemark, Finnland und in Norwegen und ist jetzt letzte Woche von Dänemark über die Färöerinseln mit einer Fähre bis nach Island gefahren und wir freuen uns, dich gleich zu sehen. Also bis später, Lothar. Bis gleich. Hallo! Willkommen bei McDonald's. Dankeschön. Hi. Willkommen. Ein Cheeseburger. Uns ist leider was Blödes passiert. Meine Schuhe sind wahrscheinlich vorhin rausgefallen. Deswegen habe ich gerade die Schuhe von meinem Papa an. Und Marco fährt jetzt zurück auf der Suche nach meinen Schuhen. Mal schauen, ob er sie findet. Und sonst muss ich mir hier irgendwo neu kaufen. Ich sitze jetzt wieder ganz alleine im Auto. Denn als ich vor die Drohne geflogen bin, ist, glaube ich, Silvanas Schuh aus dem Auto geflogen. Und ja, Silvana ist jetzt bei ihrem Papa geblieben. Ich fahre jetzt noch mal eine Stunde Richtung der Brücke und hoffentlich finde ich den Schuh. Drückt uns die Daumen, dass wir den Schuh wieder finden, sonst bin ich ganz umsonst gefahren. Er ist wieder da, aber ich glaube, er hat keine guten Nachrichten, so wie er mal schaut. Alles umsonst. Nein. Wir haben jetzt gerade hier an dem Ort, wo wir heute campen, einen kleinen Pool gefunden, also einen heißen Pool, Gott sei Dank. Haben uns jetzt hier auch gerade umgezogen und springen jetzt rein. Bei diesem kalten Wetter war es gerade richtig cool, in diesem heißen Pool zu sitzen und einfach mal eine Runde zu entspannen. Und jetzt zeigen wir euch noch, wie mein Papa seinen Schlafplatz aufbaut.
Und jetzt planen wir noch unsere weitere Reise. Savannas Papa hat richtig viele coole Sachen hier aufgelistet, was wir jetzt die nächsten 10 Tage zusammen erleben können. Es ist schon wieder der nächste Tag. Wir sind gerade beim Frühstücken. Gestern Abend, bevor wir in unseren Camper gegangen sind zum Schlafen, hatten wir noch ein richtig cooles Erlebnis, denn der Himmel war richtig klar und wir haben diese Nordlichter gesehen. Zwar nicht so klar, aber echt cool, dass wir die Möglichkeit haben, weil normalerweise sieht man die ja zwischen September und April hier auf Island. Wir haben jetzt gerade Anfang September, also ein bisschen Glück gehabt. Wir hoffen, dass wir sie in Zukunft vielleicht noch ein bisschen stärker sehen. Wir blenden aber die Aufnahmen für euch mal ein. Wir sind heute schon wieder ein ganzes Stück gefahren, sind jetzt hier gehalten, denn hier im Wasser sind irgendwo Seerobben. Nach einer längeren Fahrt sind wir jetzt endlich angekommen. Wir sind hier am Dynandi-Wasserfall und es ist sogar der erste Wasserfall, den wir uns jetzt gerade anschauen, hier auf Island. Thank you.
bei unserem Campingplatz gibt es wieder ein so ein Hotpool, nennt man das, glaube ich. Aber diesmal natürlich, also richtig cool. Wir lassen auch gleich nochmal die Drohne steigen, das sieht wahrscheinlich sehr cool aus. Ist auch direkt hier am Meer. Was waren das für tolle Eindrücke? Wir hoffen, euch hat es genauso gefallen wie uns. Ihr könnt mal gerne kommentieren, was euch jetzt in diesem Video am besten gefallen hat. Wir verlassen jetzt den Westen von Island und fahren wieder langsam Richtung Süden und nehmen euch dann natürlich auch wieder mit. Also, ciao.